Wir sind ja jetzt mit unserem neuen Produkt und mit der Firma Sarissa das zweite Mal auf einer MoTeC. Und das Interesse ist sehr, sehr groß, weil es gibt nichts Vergleichbares auf dem Markt. Unser Produkt LPS wird ja in zwei Varianten angeboten. Einmal den Quality Assist, der ja bewusst für die Handmontage oder für Handkommissionieraufgaben gedacht ist. Dort werden die Sender auf die Hände der Mitarbeiter gebracht und es wird dem Mitarbeiter praktisch über die Schulter geschaut, dass er seine Montagearbeit in der entsprechenden Reihenfolge ausführt. Die zweite Variante ist der Tool Navigator, wo es einfach darum geht, die Position des Werkzeuges zu bestimmen und positionsabhängig dann Dinge einzuschalten oder andere Funktionen zu veranlassen. Selbstverständlich kann man die beiden Funktionen kombinieren. LPS ist das Local Positioning System. Sie können sich vorstellen wie ein GPS. Das kennen wir alle aus dem Fahrzeug. Sie können es einmal voll integrieren zur Qualitätssicherung in Ihre Montageprozesse oder können es zum Beispiel auch einsetzen zur Mitarbeiterschulung. Letztes Jahr waren wir ja noch an den Werkbank angebunden über ein Verbindungskabel. Heute können wir sagen, dass das Produkt wireless funktioniert. Wir wissen aus der Erfahrung inzwischen auch, dass die Mitarbeiter es als sehr angenehm empfinden. Er kann einfach arbeiten, das System läuft einfach parallel mit und wenn er auf eine falsche Position geht, passiert einfach nichts. Das Werkzeug wird gar nicht freigegeben, also der Fehler kann gar nicht erst entstehen. Im Vergleich auch mit eventueller Wettbewerbssituation meine ich, dass wir festgestellt haben, dass es gegenwärtig mit dieser Präzision kein Lokalisierungssystem gibt, was vergleichbar wäre. Es sind für sowohl den Großserienhersteller oder Serienhersteller wie auch für den Einzelstückhersteller verschiedene Beweggründe, uns einzusetzen mit demselben Ziel, Qualität.